Überraschung, der Kanal ist nicht nur für Infovideos da, aber demnächst wird sowieso nochmal hier was kommen. Bin aktuell nur sehr beschäftigt. Ich sollte eigentlich jetzt auch das Pythagoras-Becher-Video cutten, weil wir haben Freitag, 10.34 Uhr und um 19 Uhr soll das Video kommen. Aber um auf das Thema dieses Videos zurückzukommen, das soll eigentlich nur eine kleine Ankündigung sein. Ich durfte gestern am Donnerstag, den 13.10. in Pforzheim im PZ-Forum eine Abendveranstaltung halten, wo ziemlich viele von euch gekommen sind. Und was jetzt folgt, ist der Show-Part. Danach gab es noch ein Meet and Greet und eine Fragerunde, die werde ich dann nochmal separat hochladen. Und ich fand's cool, dass ihr hier wart. Ohne Scheiß, vor allem die Jüngeren. Ich habe extra versucht, noch die in die Show ein bisschen zu integrieren. Ich meine, normalerweise würde ein YouTuber ja eher denken, Kiddies, aber bei mir, wie ist denn das, wenn junge Leute sich für einen Science-Kanal interessieren? Das ist fucking awesome, deshalb war ich auch ziemlich fasziniert von euch, aber das werdet ihr im Showpart sowieso sehen. Weil es sind nicht nur ältere Leute, die Techtastisch abonniert haben und das überrascht mich, dass so viele Jüngere auch da waren. Ich fand das klasse und ich würde jetzt einfach mal sagen, bewertet das Video, teilt es, wenn es euch gefallen sollte. Auch wenn es ein 1,5-Stunden-Video ist, keine Ahnung, wer das zum Ende anschaut. Der darf dann gerne genau das in die Kommentare schreiben, dass es 1,5 Stunden lang ausgehalten hat. Das Ganze war nämlich auch im Livestream von der Pforzheimer Zeitung zu sehen. Aber für die, die den nicht gesehen haben, habe ich jetzt hier diesen Mitschnitt gemacht. In diesem Sinne, viel Spaß damit und vielleicht sieht man sich ja mal, wenn sowas nochmal stattfindet. Das funktioniert ja wunderbar, was du übrigens was gesagt hast. Herzlich willkommen im Forum der Pforzheimer Zeitung. Es freut mich, dass so viele Menschen heute Abend gekommen sind. Es freut mich ganz besonders, dass meine Kollegin Lisa Beller, die es hier organisiert hat, geschafft hat, auch so viele verschiedene Altersgruppen hier mal ins PZ-Forum zu locken. Ihr und Sie werden es schon gemerkt haben, ich bin nicht techfastisch. Er ist definitiv besser als jeder als ich. Ich bin Kosmetikdirektor bei der Pforzheimer Zeitung, mache eine ganz kurze Einführung. Simon Walter ist mein Name. Ich bin deswegen auch für diesen kleinen Werbeblock verantwortlich, der hinter mir zu sehen ist mit all unseren Social Media Kanälen. Ich werde auch nachher ein bisschen nebenher über Snapchat das Ganze begleiten. Und wir haben auf Facebook einen Livestream heute Abend eingerichtet. Hallo an dieser Stelle. Denn als Techtastisch die Ankündigung auf YouTube gepostet hat, dass er heute hier sein wird, haben ganz viele Leute geschrieben, ich würde total gern kommen, aber 700-800 Kilometer ist da doch zu weit. Und deswegen haben wir jetzt vor ein paar Tagen gesagt, wir machen das mit einem Livestream. Hat nicht nur für die daheimgebliebenen einen Vorteil, sondern auch für euch alle hier. Denn der Livestream auf der Facebook-Seite der PZ, der ist auch anschließend noch verfügbar. Sprich, jeder kann in den nächsten Tagen in aller Ruhe sich nochmal anschauen und nochmal abrufen. Ja, ich habe schon gesagt, die Fans kommen aus ganz Deutschland. Wie ist es bei euch? Wer kommt denn nicht aus Pforzheim und nicht aus dem Enzkreis? Es sind schon einige, Viertel und Drittel. Wer kommt weiter als 100 Kilometer entfernt? Weiter als 200? 300? 400? Okay. Wo kommst du denn hin? Hallo? Aus Aachen extra hergekommen heute. Wow. Und hier, ich glaube, wir müssen gleich applaudieren, denn hier vorne war auch noch jemand. Hannover. Oder? Hannover. Aus Hannover extra heute hergekommen. Respekt, lange Fahrt gehabt. Ich glaube, da kann man natürlich mal applaudieren. Ja, das zeigt natürlich auch, wie gut die Experimente ankommen, die auf YouTube gezeigt werden, diese chemischen, auch physikalischen Beweise. Und als ich vor ein paar Monaten, vor 3 Juli war es, bei Techtastisch daheim war und ihn mal vorgestellt habe für die Pforzheimer Zeitung, da hat er mir auch einiges bewiesen. Unter anderem, dass nichts so alt ist wie die Zeitung von gestern, beziehungsweise vom Juli, das ist der Zeitungsausschnitt. Damals habe ich geschrieben, 205.000 Leute haben ihn auf YouTube abonniert. Inzwischen sind es, ich muss noch mal kurz gucken, gerade vorhin waren es 249.036, also ganz knapp an der halben Million. Über 20 Millionen Aufrufe. Durchaus beeindruckende Zahlen. Außerdem habe ich gelernt, hat er mir bewiesen, dass Chemie, dass Physik Spaß machen kann.
An der Stelle, Herr Lettmann, mein früherer Chemielehrer, falls Sie das zufällig sehen, es geht durchaus, dass man sich für Chemie begeistert. Auch wenn Sie es bei mir nicht so geschafft haben, der junge Mann da drüben, der hat es geschafft. Und natürlich beweist an seinen Videos regelmäßig, was passiert, wenn man Kilo Popcorn anzündet. Er beweist, dass man auf dem Nagelbrett sitzen und dass man auf rohen Eiern stehen kann. Zuletzt hat er sogar bewiesen, mit ganz vielen Zwischenschritten, dass man aus dem Diamanten eine Bockwurst machen kann. Und auch wenn wir heute Abend keine Bockwurst da haben, wird es anschließend doch draußen kühle Getränke geben, alkoholfreie Getränke, kostenlose Getränke vor allen Dingen. Da kann sich nachher jeder gerne bedienen und bedienen lassen. Und da gibt es bestimmt auch noch die Möglichkeit für das ein oder andere Selfie mit Techtastisch. Vorher wird aber er sein Programm hier zeigen. Direkt danach machen wir noch, deswegen bleibt dann wieder auch jeder kurz da, eine kleine Fragerunde hier im Forum. Ja, und dann können wir auch bald schon anfangen. Ich darf noch verraten, als ich damals da war, habe ich auch erfahren, dass jede Videominute mindestens 2 bis 3 Stunden Arbeit bedeutet. Da sieht man, was so hinter diesen Videos auch steckt. Ich habe auch erfahren, ich hoffe, ich darf das verraten, dass Techtastisch in der Schule in Physik eine 2, in Chemie eine 3 hatte am Ende. Und er hat damals zu mir gesagt in der Schule, er war zwar nicht dumm, aber er war stinkfaul. Trotzdem ist richtig was aus ihm geworden. Und jetzt einen großen Applaus und herzlich willkommen, Techtastisch. Es funktioniert. Hi, danke für die nette Ankündigung, Simon. Und danke, dass ihr alle hergekommen seid. Ich wollte es eigentlich schon selber fragen, wer und wie weit kommt, aber das hätten wir ja jetzt eigentlich schon erledigt. Das ist klasse. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ist auf jeden Fall toll. Heute wird es Experimente geben im Chemiebereich, spannende optische Experimente bis hin zu coolen Physikexperimenten, ein paar diversen Zaubertricks ebeln und ja, ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich bin gerade sprachlos, dass so viele Leute von weiter gekommen sind. Tut mir leid, dass ich da gerade etwas. Naja, fangen wir am besten einfach mal an. Das erste, was ich heute vorbereitet habe, ist ein Experiment mit dem hier. Das ist Zuckerwasser bzw. Glucose, 25 Gramm gelöst in 1 Liter Wasser. Das wird für diverse Reaktionen verantwortlich sein mit diesen beiden Stoffen. Das ist ein blauer Farbstoff Methylenblau und das ist ein blauer Farbstoff Imidocarbin. Das Experiment besteht jetzt daraus, dass wir ein bisschen davon mal in den Erlenmeyer-Kolben geben. Ich werde das jetzt so auf beide Versuche aufteilen, weil die basieren ungefähr auf dem gleichen Prinzip, haben aber einen relativ verschiedenen Effekt. Auf jeden Fall hätten wir hier schon mal die Glucose. Was wir später brauchen werden, ist heißes Wasser. Darum kümmern wir uns jetzt schon mal. Auf jeden Fall bereiten wir mal die Färbung des Wassers vor. Dafür brauchen wir extrem wenig von den Farbstoffen. Wirklich nur eine Messerspitze. Machen wir den Versuch mit dem Methylenblau mit dieser Flasche hier. Und das wird jetzt lustig, da muss ich jetzt ziemlich genau sein, weil es ist, wie schon gesagt, ein sehr starker Farbstoff. Und lieber mache ich am Anfang zu wenig rein als zu viel. Seht ihr schon eine Färbung? Noch nicht ganz, ne? Aber ihr seht, wie wenig da auf dem Wasser drauf ist. Ich wollte es jetzt eigentlich schütteln, aber ich sehe gerade, es bilden sich ziemlich coole Schlieren. Soll ich es schütteln oder sollen wir es erst einmal absinken lassen für ein paar coole optische Aufnahmen? Absinken. Lassen wir es absehen, dann kümmere ich mich schon mal um das hier. Dann könnt ihr die Kamera gerne darauf fokussieren. Das sieht wunderschön aus. Das ist jetzt was, mit dem ich nicht gerechnet habe. So, und weil das Ganze ein super starker Farbstoff ist, muss ich erstmal das Methylenblau komplett von der Messerspitze entfernen. Sonst wird das diesen Versuch eventuell beeinflussen. Das sollte passen. Dann kommt jetzt in Imidocarbin. Und da schütteln wir jetzt das Ganze durch. Seht ihr, wie wenig das ist? Ja. Und wenn wir das jetzt durchschütteln, fängt das schon an, relativ blau zu werden, aber noch nicht so arg, war ja auch nicht besonders viel. Aber wie schon gesagt, lieber zu wenig als zu viel.
fast die ganze Zeit. Und das sieht super aus. Hat zwar nichts wirklich mit Chemie zu tun, aber Optik ist ja bekanntlich auch ein toller Faktor bei solchen Sachen. So. Das hat gepasst. Aber darum kümmern wir uns erst später. Und als Anreiz kümmern wir uns um die Methylenlaufflasche. Das ist schon relativ blau, ich glaube, davon nehmen wir auch nochmal mehr. So. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt aktuell eine Mischung aus Zuckerwasser und einem blauen Farbstoff. Das ist an sich noch nicht sonderlich spannend. Die beiden Sachen reagieren noch nicht wirklich miteinander. Hat aber auch einen ganz normalen Grund. Und zwar das Experiment wird nicht im neutralen pH-Wert stattfinden können, sondern wir müssen das Ganze alkalisch machen. Dafür habe ich Natriumhydroxid dabei. Was ist alkalisch? Wasser hat einen sogenannten pH-Wert von 7. Dieser beschreibt das Ungleichgewicht von H3O-Plus-Ionen und OH-Minus-Ionen in der Lösung. Steigt nun der Anteil von H3O-Plus-Ionen, dann wird das Ganze sauer. Dann haben wir eine Säure. Das Gegenteil davon ist, wenn die OH-Minus-Ionen stärker vertreten sind, dann haben wir ein alkalisches Milieu. Und wenn wir das jetzt erzeugen, indem wir Natriumhydroxid in die Lösung geben, haben wir durch die Chemikalien Natriumhydroxid sowohl Natriumionen als auch Hydroxidionen drin. Logischerweise ist das Ganze dann alkalisch, deshalb habe ich Schutzhandschuhe an. Sonst wäre jetzt meine Haut verseicht. Ist ein lustiges Gefühl, aber ich kann es niemandem raten. Machen wir das Ganze mal alkalisch. Der Versuch findet aber auch noch nicht statt. Zumindest er würde langsam stattfinden, deshalb mache ich jetzt das Wasser warm. Temperatur hat nämlich Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit von chemischen Prozessen. Und, na komm her. Ach egal, ich brauche nicht, das geht immer noch. Wir machen jetzt heißes Wasser rein, da wird das Ganze schon schneller stattfinden. Also wie schon gesagt, Glucose und der blaue Farbstoff Methylenblau sind hier die Stoffe, die miteinander reagieren werden. Mache ich das jetzt mit heißem Wasser? Sollte das nach einer Weile durchsichtig werden? Oh, es passiert. Das können wir auch nochmal beschleunigen, wenn wir noch mehr Natriumhydroxid reinmachen, aber das sieht gerade schön aus, wenn es langsam passiert. Ich mache hier mal für die Kamera rein. Cool. Verteilen wir das Ganze mal ein bisschen besser. Weil das könnte jetzt folgenden Effekt haben, dass es oben nicht durchsichtig ist. Da warme Stoffe ja eine geringere Dichte haben, die sind oben. Das warme Wasser ist jetzt leichter als das kalte. Zumindest, kann man nicht so sagen. Das kalte Wasser ist dichter als das warme und deshalb sammelt sich das unten. Und deshalb ist die chemische Reaktion wahrscheinlich viel langsamer. Am Laufen. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt die Flasche nehmen, mittlerweile ist der Farbstoff ja scheinbar verschwunden. Ist aber nicht wirklich so, da hat sich ein neuer Farbstoff gebildet durch den Zucker namens Leukomethylenblau und der ist farblos. Ist das jetzt spannend, wenn einfach nur die Farbe verschwindet? Ich würde sagen nein, aber was passiert, wenn man das Ganze jetzt schüttelt? Also irgendwie scheint das Methylenblau wieder da zu sein. Und das Tolle ist, der Versuch kommt wieder. Das Ganze bildet sich wieder zurück zu Leukomethylenblau. Da haben wir gerade Gasentwicklung, weil das Wasser so warm ist. Aber wenn ich das jetzt wieder schüttel, passiert es wieder. Das nennt man Blue Bottle Experiment. Ist einer meiner Lieblingsversuche. Ja, geht schnell. Hat ziemlich einfache Chemikalien, die man benutzen muss und einen ziemlich coolen Effekt dafür. Ich finde es klasse. Was jetzt passiert beim Schütteln ist, dass dadurch Sauerstoff durch das Ganze gewirbelt wird. Und mit dem Sauerstoff reagiert das Leukomethylenblau wieder zum Methylenblau und einem anderen Produkt. Aber konzentrieren wir uns mal auf den Farbstoff. Kurz gesagt, beim Schütteln kommt Sauerstoff durch das Ganze, macht den farblosen Farbstoff wieder farbig, indem man den farbigen erzeugt. Und umgekehrt, wenn man das Ganze stehen lassen, weil der Zucker dann wieder das Methylenblau zu Leukomethylenblau reduziert.
Dadurch, dass wir Sauerstoff und Zucker brauchen, ist es kein sich selbst, oder wie kann man das beschreiben, ein umkehrbarer chemischer Prozess. Wir haben da Produkte, die verbraucht werden und welche, die entstehen. Ich glaube, die Glucose wird zu Glykolsäure. Wird dann auch vom Natriumhydroxid wieder analysiert. Auf jeden Fall cooler Effekt. Was passiert mit dem Hydrochlamin, wenn wir das Gleiche machen? Macht man wieder das Wasser warm? Ich habe euch ja vorhin erklärt, dass das Ganze auf gleicher Basis passieren wird. Also der Farbstoff wird sich wieder ändern. Nur wird er in diesem Fall nicht durchsichtig, sondern es bildet sich ein andersfarbiger Farbstoff, Leukohydrochlamin. Aber das ist noch nicht das Spannende an dem Versuch. Cool, es ist jetzt grün geworden, aber was passiert, wenn wir es stehen lassen? Ich habe schon mal das Wasser dran gemacht, weil das höchstwahrscheinlich jetzt noch nicht schnell genug vorangehen wird. Aber warten wir mal, bis das Wasser warm ist. Was wird zuerst fertig sein? Das heiße Wasser oder die Reaktion? Weil was hier drin jetzt passiert ist, der Zucker wird aufgrund der Kälte das Ganze langsam wandeln. Dadurch variiert der Anteil der verschiedenen Farbstoffe. Es entsteht ein gelber, das Leukoindigokamin, und das Indigokamin haben wir ja schon. Dadurch, dass jetzt die Anteile dieser Farbstoffe variieren und sich Farben ja bekanntlich mischen lassen, das kennen wir ja noch aus dem Kindergarten, wird sich die Farbe dieser Flüssigkeit ändern. Die Hitze wird jetzt dafür sorgen, dass das Ganze besser vorangeht. Und wenn das Ganze zu schwach ist, werde ich einfach noch ein bisschen Indigokamin dazu machen. Und das müssen wir anscheinend machen. Und Natronauge können wir ebenfalls nochmal reinmachen. Sorgen wir mal dafür, dass das Ganze kräftiger wird. Aber wir nehmen bekanntlich nicht zu viel. So. Zu dem Reinpassen ist halt so eine Sache, ne? So, dann nochmal ein bisschen davon. Es entsteht übrigens auch ein bisschen Wärme, wenn wir Natriumhydroxid hinzugeben. Deshalb gibt es auch den bekannten Satz, erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure. Weil es könnte dafür sorgen, dass wenn es passiert, die Farbe ändert sich in Rot. Aber das geht mir persönlich immer noch viel zu langsam vor. Und ist auch viel zu schwach. Dazu machen wir das nochmal. Aber ich habe Angst, dass ich euch das eigentlich Spannende an diesem Versuch schon viel zu früh verrate, wenn ich das Ganze jetzt vorbereite. Aber gucken wir mal. Schütteln wir es nochmal. Jetzt sind die Farben schon kräftiger. Geben nochmal heißes Wasser hinzu. Dadurch wird es logischerweise wieder verdünnt. Und ich sehe gerade hier oben auch noch ein bisschen Indigokamin. Aha. Und jetzt auch noch hinzu. So, ihr seht, das Ganze hat schon eine gelbliche Färbung angenommen. Das Lustige ist, wenn wir das Ganze jetzt schütteln, kriegen wir, wenn wir das Ganze gut genug machen, wieder was Grünes hin. Und dann wird es wieder rot und dann wird es wieder gelb. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll davon vom Rantasten. Wir haben ungefähr einen Effekt schon gesehen, jetzt wollen wir ihn besser. So, was passiert jetzt? Wir schütteln es, damit Sauerstoff an das Ganze rankommt. Und das Grün wird es jetzt schwierig. Wir haben es auf jeden Fall rot. Das Lustige ist halt, wenn das Ganze zu schnell vorangeht, dann wandelt sich schon gut genug um, dass es nicht mehr grün ist. Wenn das Ganze zu langsam vorangeht, dann ist der Farbverlauf viel länger. Das Ideal haben wir jetzt nicht erreicht, wir haben aber auch noch kaltes Wasser da. Aber der eigentlich spannende Effekt ist jetzt hier zu sehen, mit der sich ändernden Farbe beim Schütteln. Jetzt ist es raus. Wir können ja warten, bis das Ganze später abgekühlt ist. Dann wird es wahrscheinlich noch viel besser vorangehen. Also lassen wir das jetzt einfach mal stehen und kommen von dem chemischen zu dem physikalischen Zaubertrick. Brauche ich dafür die Schutzhandschuhe? Jetzt nicht mehr. Alles klar, warum liegt hier Styropor rum? Warum liegt hier Styropor rum? Sollte jetzt eigentlich nicht hier sein. Ich räume das mal ein.
Kommt das in die Kiste rein? Bin mir nicht sicher. Ja, das scheint zu funktionieren. Warum funktioniert das? Weil ich das Styropor nicht wirklich reinmache, es wird gerade zerstört. Aber warum? Das ist jetzt die Frage. In diesem Glas hier ist nämlich Aceton drin. Aceton ist ein Lösungsmittel und Styropor ist ein Plastik. Und wie alle Polymere ist Styropor ebenfalls so aufgebaut, dass die Molekülketten miteinander verbunden sind. Beziehungsweise es besteht aus ziemlich langen Molekülketten. Und dadurch, dass das Styropor aufgespannt wird und sich dann die Molekülketten ineinander verbinden, hat Styropor sein Volumen. An sich ist das, was ich hier in der Hand habe, vielleicht 1% Polystyrol, also das Plastik, aus dem Styropor besteht. Das Ganze wird nämlich aufgeschäumt mit einem Gas. Und deshalb ist Styropor auch so unglaublich leicht. Auf jeden Fall, was jetzt im Aceton passiert ist, dass die Polystyrol-Molekülketten voneinander gelöst werden. Das Ganze verliert seine Struktur, es wird zu einer Art Brei. Und dadurch, dass das Styropor noch ebenfalls eigentlich nur aus 1% der Masse besteht, beziehungsweise das Plastik davon, sieht es jetzt so aus, als würde das Ganze in sich zusammenfallen und schmelzen. Und man hört es sogar, man hört es sogar zischen, weil das Gas entweicht. Das ist ebenfalls ein ziemlich simpler Trick. An Aceton kommt man halt aus dem Haushalt nicht wirklich so gut ran. Oh, das sieht übrigens lustig aus, wenn ich das jetzt hochziehe. Wenn man sieht, dass der ganze Schleim da runtertropft. Ist auf jeden Fall ein Versuch, den ich ziemlich cool finde. Aceton kriegt man aber, soweit ich weiß, in jedem Baumarkt. Und jeder, der einen Heimwerker hat, der hat oder ebenfalls so ein Hobby, der sollte das Zeug daheim haben. Und wenn man dann an Styropor rankommt, kann man damit auch so einen lustigen Versuch machen. Gefällt mir persönlich ziemlich. Was haltet ihr davon? Ja, klatschen, wenn es euch gefällt. Wenn ich irgendwas langweilig ist, macht das nicht wissen, ne? Ist es mittlerweile warm genug? Ich gehe kein wirkliches Risiko ein, dass keine Nachfrage in den Plan gekommen ist. Und so werde ich das jetzt mal ohne Schutzhandschuhe anpassen. Na, grün bekommt ihr es noch nicht. Dann lassen wir das Ganze für später übrig. Okay, was habe ich noch? Es gibt noch was anderes Physikalisches, was ich dabei habe. Das habe ich mir jetzt extra hierfür gekauft. Ein Tripendium, hat 300 Euro in der Einzelanfertigung gekostet. Ist aber ziemlich cool, weil dieses Ding erklärt, warum Wetterberichte auf Langzeit immer ungenauer werden. Denn das ist... Scheiße, die wollen. Das hier ist ein Beispiel für ein chaotisches System. Wenn ich jetzt das untere Pendel einfach nur schwingen lasse, können wir das, wenn wir diverse Faktoren berücksichtigen, noch ziemlich gut vorausberechnen. Zum Beispiel Reibung, Höhe, aus der wir es anschucken, Kraft, mit der wir es anschucken. Theoretisch könnte man jetzt vorausberechnen, wie viele Pendelsprünge das Ganze macht, wie lange sich das noch dreht. Schwieriger wird es allerdings, wenn man an das ganze System ein zweites Pendel ranhängt. Na, komm her. Wenn wir das machen, bewegt sich nicht mehr so vorhersehbar, weil jetzt kommen schon viel mehr Faktoren bei der Bewegung hinzu. Nicht mehr nur die Reibung und die Kraft, mit der wir das anschucken, sondern auch die Position, in der sich das rote Pendel gerade befindet. Dementsprechend schwingt es dann wieder anders. Wenn es jetzt hier ist, kann es sein, dass es plötzlich jetzt bekommt oder dass sich die ganze Bewegungsenergie plötzlich aufs blaue Pendel überträgt. Schauen wir es uns mal an. Es entsteht auf jeden Fall schon mal ein Bewegungsmuster, das nicht mehr dem normalen Pendelschwung entspricht. Wenn wir jetzt allerdings noch ein drittes Pendel daran machen, dann mache ich mal die Flasche weg, die mittlerweile gelb ist, die gefällt mir in Blau viel lieber. Also es funktioniert immer noch. Auf jeden Fall, wenn wir das Ganze jetzt anstoßen, entstehen solche Bewegungsmuster. Und die kann man jetzt wirklich nicht mehr vorausberechnen. Beispiel der Chaos-Theorie ist es, weil wir hier so viele Faktoren haben, die miteinander gekoppelt sind, beziehungsweise die Entwicklung auf Langzeit in diesem System hängt so peinlich genau von den Anfangsfaktoren ab,
dass wir das nicht mehr berechnen können. Während die ungefähre Reibung bei einem Pendel noch was ausgesagt hat bzw. berechenbar gemacht hat, ist es hier so, dass ein Mikrometer in der Anschubsposition in der Höhe variiert oder nur ein Mikronewton in Anschubskraft praktisch dafür sorgt, dass da ein ganz anderes Bild entsteht. Ist ziemlich cool, ist auch schön anzusehen, aber was noch viel besser ist, ist, wenn das Ganze im Dunkeln stattfindet. Was haltet ihr eigentlich vom Pendel? Dann machen wir auch den Versuch weiter. Sonst hätte ich das jetzt einfach gelassen, aber wenn es euch gefällt, es wird noch besser. Es wird viel besser. Ich habe mir da solche Ballon-LEDs gekauft. Die Dinger kann man praktisch in einen Ballon beispielsweise reinmachen und dann sieht man die leuchten. Ist ziemlich cool, wenn man einen Heliumballon in der Nacht steigen lässt, dann kann man den noch verfolgen. Es sind praktisch Batterien drin. Und das werde ich jetzt an das unterste Glied dran kleben, damit nur dieses praktisch auffällt. Damit ihr mal die Bewegung von nur einem einzigen Teil nachvollziehen könnt. Das ist nämlich ziemlich cool. Und dafür müssen auch die Lichter aus sein. Dann wickel ich mal kurz an dieser Stelle. Während ich hier mein Tripendulum ein bisschen umbaue. So, das reicht schon. Halten wir es an. Ja, das Licht wieder angemacht. Nee, auf jeden Fall kommt es jetzt hier an. Hoffen, dass es stabil genug ist. Und wenn ich es jetzt anschubse, passieren solche Lichtmuster. Das ist klasse. Und jetzt könnt ihr auch sehen, wie wird es sich bewegt. Wir können praktisch gar nicht mehr vorausberechnen, wann das Ganze sich zirkular bewegt oder wann es eher in die Ecken schlägt, wann das gelbe Pendel die meiste Bewegung ausführt oder wiederum das blaue. Heißt, ich könnte jetzt versuchen, das Ganze zweimal mit gleicher Kraft anzustoßen. Probieren wir es einfach mal. Hat man eine ungefähre Bewegung gesehen. Wenn ich das jetzt wieder versuche, mit gleicher Kraft anzustoßen, ich werde irgendwo was anders machen, in der Art, wie ich es anpacke oder ob ich jetzt halt wirklich nur mit geringem Kraftunterschied anders ziehe. Es entsteht wieder eine komplett andere Bewegung. Und das Tolle ist, man kann die Bewegungsmuster sogar fotografieren. Wenn man das Ganze im Dunkeln aufnimmt und Fotos mit Langzeitbelichtung macht, dann, ich hebe es mal in die Kamera, das Licht darf übrigens wieder angehen. Es werde Licht. Sehr schön. Da entstehen solche Bilder, wenn man praktisch auf Langzeitbelichtung die Lichtquelle verfolgt. Das Licht wird immer wieder an einer anderen Stelle emittiert und dadurch wird die Bewegung praktisch verfolgt. Es sind ziemlich coole Muster entstanden. Ähnlich habt ihr ja gerade gesehen, aber ich finde, mit der Linie wird es nochmal richtig verdeutlicht. Da habe ich übrigens mit einer geringeren Belichtungszeit aufgenommen, also ein geringerer Zeitraum, wo das Foto entsteht. Da habe ich ein bisschen mehr. Und da habe ich voll übertrieben. Das sieht wunderschön aus. Ich kann es auch gerne mal durchgehen. Ich zeige übrigens die ersten, die das von mir sehen. Ich habe das auf meinem Kanal noch nicht veröffentlicht, weil ich mir extra hierfür aufheben wollte. Das hier war übrigens auch der Grund, warum ich es mir dann letzten Endes gekauft habe, weil nur für ein Video wären mir die 300 Euro dann noch zu teuer gewesen. Und ja, das war auf jeden Fall einer der, wie ich finde, spannendsten Versuche, die ich kenne. Ich bin totaler Fan davon, es macht schöne Muster. Es ist cool. Ja cool, was haben wir denn noch? Ich habe hier eine Vakuumglocke dabei. Aber das könnte eventuell auch mal abgekühlt sein. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert oder ob das hier das grande Finale wird. Ich will es heute auf jeden Fall noch hinbekommen. Aber es ist immer noch gut. Theoretisch kann ich auch später einfach ein bisschen Wasser dazu kippen. Dann passt das auch. Außerdem ist es mir noch viel zu schwach. Schon wieder. Ist doch auch cool, wenn wir immer wieder auf den Versuch zurückkommen. Ich bin. Es war noch niemand hier vorne, es fehlt irgendwie. Wer hat denn Lust vorzukommen? Wer hebt die Hand? Ich würde mal sagen, du bist extra aus Hannover hergekommen. Komm vor. Den Versuch. Ja, blas mal bitte den Ballon so weit auf, bis er gut gespannt ist. Das ist nämlich einer der Versuche, die
ziemlich unerwartet sind. Es ist ein Ballon, es ist eine Zitrone, beides Dinge, die man zu Hause hat. Ja, du kannst den übrigens noch voller machen. Die Ballonhaut sollte richtig gespannt sein. Mit einer Orange funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Heute machen wir mal ein Experiment und schauen, ob das auch mit einer Zitronenschale funktioniert. Aber was soll denn überhaupt passieren? Weißt du das zufällig? Ja. Was passiert? Der Ballon wird explodiert, weil die Säure in der Zitronenschale wird sozusagen das Plastik zersetzen. Und ja, dann platzt der Ballon. Ja, genau, weil die Ballonhaut praktisch aufblitzen würde. Aber erzählen wir euch jetzt nur Quatsch oder funktioniert das wirklich? Ich würde mal sagen, wenn er den Knoten reingemacht hat, versuchen das euch zu beweisen. Soll ich bei den Knoten reinmachen? Alles klar, dann machen wir es nochmal voller. So, ist dran stark. Aha. So, jetzt gucken wir mal, ob ich überhaupt das Ganze besser machen kann als du. Oder ob ich das Headset gerade mit reinmache. Ja, das war aber nicht die Zitrone. Da habe ich das Zufall gemacht. Das machen wir nochmal. Oder vielleicht war es auch tatsächlich, weil die Zitrone hat geleckt. Vielleicht habe ich schon was an der Hand, was das Ganze zersetzt hat. Das darfst du machen. Du musst praktisch die Schale einfach so zusammendrücken und damit auf den Ballon zeigen. Und wichtig ist, dass du es hier machst, denn hier ist der Ballon am schwächsten. Da würde der Trick nicht funktionieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Mach's stärker, und dann warten wir ein bisschen. Wenn ich nehme die Orange, dann mit der funktioniert es auf jeden Fall. Applaus für den jungen Herrn vor allem. Hat irgendjemand damit gerechnet? Hat die weggenommen, die den Versuch schon kannten? Wer hätte gedacht, dass sowas passiert? Irgendjemand? Warum du? Nein? Okay. Weil das hat mich selber überrascht, als ich das gesehen habe. Hatte den Versuch selber im Internet mal gefunden, dachte mir, passiert das wirklich? Ausprobiert, dachte mir, geil, das muss ich meinen Abonnenten zeigen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Trick, den man ziemlich gut mit den Leuten auf der Bühne vorführen kann. Deshalb nochmal Applaus für den jungen Herrn, dass er vorgekommen ist. Okay, was jetzt gerade ein bisschen problematisch war, war, dass er kein Mikrofon hatte. Könnte ich da eventuell noch eins bekommen? Das bringt auf jeden Fall wahrscheinlich gleich. Ich habe hier auch meine Vakuumglocke dabei. Die Frage ist, soll ich hier jetzt erstmal ein bisschen Platz machen, damit für die Kamera noch alles da ist? Dankeschön. Funktioniert das? Funktioniert das? Nein, das funktioniert nicht. Noch nicht. Okay, das stelle ich mal zur Seite, dass man da nicht besser sehen kann. Vakuumglocke im Fokus, wonderful. Ist das noch wahr? Nö. Oh, da kann ich später auch noch was zeigen. Das hier ist eine Kammer aus Polycarbonat, muss ziemlich stabil sein. Und das hier ist eine Pumpe, die praktisch die Luft aus dieser Kammer später saugen wird. Damit erzeugen wir praktisch einen Unterdruck, weil halt keine Luft mehr da ist. Und damit kann man auch ziemlich viele coole Sachen machen. Ich habe hier nämlich not sponsored Schaumküsse dabei. Irgendwie nur aufgehen. Denn das ist der Klassiker unter den Vakuum-Experimenten. Du kommst vor, Erik. Du sagst mir jetzt nämlich, was passieren wird, wenn ich diesen Schaumkuss in die Vakuumglocke stelle und die anmache. Der Schaumkuss wird sich vergrößern, weil bei dem Unterdruck der Schaumkuss dann nicht mehr wieder stehen kann und sich ausdehnen will. Wieder die ganze Zeit, aber im Unterdruck wäre jetzt auch die Möglichkeit, sich auszudehnen, endlich. Genau. Vorher hat die Luft ihn nur daran gehindert. Genau. Applaus für ihn. Der Typ ist 11 und schon in der 8. Klasse. Das hat er mir vorhin erzählt. Und es ist, ich bin fasziniert gewesen. Es ist mir fast eine Ehre, dass die solche Leute animiert haben. Ich finde das klasse. Auf jeden Fall, wie er schon sagte, besteht der Schaumkuss aus gezuckertem Eiweißschaum mit einer Fett-Schokoglasur überzogen. Und Schaum ist ja bekanntlich nicht sonderlich stabil. Das heißt, schon alleine der normale Luftdruck, der auf ihm lastet, hat Einfluss darauf, wie groß der ist.
sobald dieser Druck sinkt, hindert ihn auch, wie er schon sagte, nichts daran, sich auszudehnen. Aber gucken wir einfach mal, ob er recht hatte. Hier steht jetzt der Unterdruck, weil die Luft ausgesaugt wird. Und ich merke gerade, scheiße, ich hätte diesen Versuch später machen sollen, weil jetzt wird vielleicht meine Vakuumglocke ziemlich dreckig werden. Aber nein, es wird größer, das Ganze geht übrigens auch noch bis zu einem bestimmten Level. Aber es ist klasse. Ich werde dann übrigens ausschalten, bevor das Ding an die Absaugung kommt. Nicht, dass nachher Staub in meine Pumpe gesaugt wird. Das ist genug. Und was wird jetzt passieren, wenn wir da wieder Druck drauf lassen? Das musst du nicht sagen, Erik, das weiß jeder. Und wobei, komm mal vor, vielleicht weißt du es schon. Eine überraschende Sache wird schon das Ganze nämlich machen. Zuwerfen kann ich das gar nicht. Ich vermute, dass es wieder zusammenfallen wird. Aber? Sicher kann ich es auch nicht sagen. Was jetzt besonders sein wird, es wurde praktisch die Luft aus dem Schaum ebenfalls rausgesaugt. Der Schaum ist jetzt zu einem Brei kollabiert. Das heißt, der hat jetzt ebenfalls sein Volumen verloren. Willst du Schokosplitter oder sowas? Also essen kann man es doch. Das hat er gegessen. Schmeckt's? Ja. Exzellent. Ich mag dich. Das ist gut. Ja, Scheiße. Jetzt habe ich da Schaum hängen. Aber ich bin ja bekanntlich auf alles vorbereitet. Deshalb habe ich jetzt auch eine dreckige Hand. Aber seht ihr? Papiertücher. Yeah. Ach, Moment mal, ich habe hier auch Wasser. Das ist jetzt doch etwas so. Weil man kann mit Unterdruck noch viel mehr machen. Eben wie sich der Schaumkuss ausgedehnt hat, funktioniert nämlich das Ganze auch mit Ballons. Upsala. Und dadurch könnt ihr euch jetzt eine Sache klar werden. Wenn wir jetzt den Unterdruck anschalten, wird jedenfalls der Ballon größer. Weil selbst dieser ist vom Luftdruck abhängig. Mit dem Aufpusten des Ballons tun wir nicht nur den Druck der Ballonhaut entgegenwirken, sondern auch den Luftdruck, der ebenfalls auf das Ganze lastet. Jetzt hat übrigens der Ballon gerade die Absaugung verstopft. Das heißt, mehr wird da nicht passieren. Hätte er die Absaugung als letztes berührt, wäre die komplette Luft raus gewesen, der Ballon hätte alles ausgefüllt. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum Heliumballons, wenn sie aufsteigen, irgendwann platzen. Weil spätestens im Weltall haben wir ein fast reines Vakuum, aber selbst da nicht. Dann können wir übrigens auch kein volles Vakuum erzeugen, also dass gar keine Gasteilchen mehr da sind. Es werden immer ein paar da sein, insbesondere weil die Pumpe sowieso nicht so stark ist. Ich glaube, waren es 5 Millibar oder Mikrobar? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall einiges davon, auch wenn es das tausendfache Unterschied hat. Im Weltall würde das Ganze irgendwann platzen, der Ballon dehnt sich so stark aus, dass die Ballonhaut gar nicht mehr widerstehen kann. Eventuell könnte man eine mit einer Ballonhaut nehmen, die so dick ist, dass sie den ganzen Stand haltet, aber ob die dann noch fliegt, ist die Frage. Auf jeden Fall platzen das auf jeden Fall. Spätestens im Weltall. Aber man kann sogar noch mehr machen. Dafür darf jetzt gerne jemand anderes vorkommen. Wer möchte denn vorkommen? Ich habe welche Seite nehme ich? Da meldet sich eh keiner. Doch, da meldet sich einer. Ene, Mene, Mo, komm mal vor. Alles klar. Du darfst jetzt übrigens auch wieder der Vorkoster sein. Guten Tag. Und, wie heißt du? Ich bin der Paul. Paul, wie alt bist du? Ich bin jetzt 14 geworden. 14? Nee, nicht 40, aber 14. Hättest dich gut gehalten. Du darfst dir gerne ein Glas Mineralwasser einschenken. Finde ich halt so, das meint der natürlich. Wobei, nein, nein, noch kein Mineralwasser. Das darfst du jetzt auch nicht trinken. Das habe ich schon ganz vergessen. Das ist nämlich die aufgestufte Version dieses Versuches. Wenn ich jetzt das Glas Wasser, oder die Plastikbecher Wasser in Unterdruck
gegeben werde oder es praktisch in den Unterdruck stelle, wird irgendwas mit dem Wasser passieren. Der Unterdruck hat Einfluss auf die Eigenschaft des Wassers. Und so viel verrate ich euch schon mal. Das wird der Siedepunkt sein. Und wenn wir das Ganze jetzt machen, hast du eine Ahnung, was passiert? Es fängt natürlich an zu kochen. Das liegt wahrscheinlich mit dem Atmosphärendruck zusammen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist, ich weiß nur, es anfängt zu kochen. Genau, denn Flüssigkeiten haben die Eigenschaft, irgendwann zu verfliegen. Also, dass sie praktisch unter ihrem Siedepunkt schon in geringen Teilen gasförmig werden. Deshalb ist auch das flüssige Metall Quecksilber so gefährlich, weil es zum einen hochgiftig ist, aber schon der Umgang damit ist gefährlich, weil sich praktisch, obwohl es noch flüssig sein müsste, dass es bei über 300 Grad siedet. Soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Absolut richtig. Oh. Ja, auf jeden Fall bilden sich da auch schon mal Raumtemperaturdämpfe. Und da das Zeug ziemlich giftig ist, atmet ihr das dann ein und sterbt im Fall von Tod innerhalb von einer Woche, soweit ich weiß. Aber guck mal, was mit dem Wasser passiert. Ja, eigentlich recht. Auch Wasser verdunstet logischerweise so entstehen Wolken. Deshalb könnte man das ausgeschüttete Wasser einfach liegen lassen, bis es irgendwann auf magische Weise verschwunden ist. Aber wenn jetzt der Druck sinkt, sind die Wassermoleküle noch weniger dazu geneigt, flüssig zu sein. Sie haben den Raum, um gasförmig zu werden und deshalb füllt sie auch das fehlende Volumen darin aus. Heißt, wir haben hier kein Gas mehr drin, Wasser nimmt den Platz ein. Wasser fängt bei Raumtemperatur an zu kochen. Und das könnte man jetzt theoretisch noch trinken, wenn ich meine Zuckerhände nicht drin gewaschen hätte. Also daraus wird leider nichts, aber du hast dir doch gerade einen Plastikbecher Mineralwasser einschenken dürfen. Schildböden. Jetzt mit Mikro. Wasser und Mikro. Kannst du auch gerne für mich halten, aber was will man zu sagen, wenn man ein Glas Wasser einschenkt? Ja. Auf jeden Fall, ihr habt es doch gerade zischen gehört, weil ihr die Flasche aufgemacht habt. Und das Wasser hat geblubbert. Warum hat sich die Kohlensäure nicht schon in der Flasche gelöst? Oh, Erik will wieder was sagen. Der Grund ist mal wieder ganz einfach. Nee? In der Flasche hat die Kohlensäure nicht genug Platz. Da würde nämlich Überdruck entstehen, aber geht sie nicht ein. Aber sobald es dann in die Luft geht, denkt die Kohlensäure, oh, jetzt habe ich genug Platz, um mich auszudehnen. Genau, das Kohlendioxid in der Wasserflasche ist vom Druck abhängig dazu geneigt, wie viel davon im Wasser gelöst ist. Beziehungsweise es ist sowieso ziemlich instabil, weil würde ich die Flasche jetzt durchschütteln, ach wisst ihr was, wir sind heute im Abenteuermodus. Hurra! Das Ganze ist nicht sonderlich bereit, im Wasser gelöst zu sein. Und wenn es die Möglichkeit hat, will es auch sofort entweichen. Und der rapide Druckabfall beim Aufmachen sorgt zum Beispiel dafür. Und was mit einem Mentos passiert, das wisst ihr ja alle. Da ist aber die Oberfläche des Mentos dafür verantwortlich. Auf jeden Fall, wenn Druck dafür sorgt, oder praktisch ein Faktor ist, wie viel Kohlendioxid da jetzt denn gelöst ist. Was passiert beim Unterdruck? Was ich stark vermute, Erik, du hast schon genug Klugscheiß. Was ich stark vermute, ist, dass sich das CO2 aus dem Wasser komplett lösen wird. Weil es sich einfach denkt, warum soll ich noch in dem Wasser drin sein? Das heißt, wir machen hier gerade unser sprudelndes Mineralwasser zu stillen. Und das wird unser Versuchskaninchen auch jetzt gleich. Er ist krankenversichert, ja. Also exzellent. Der Mann ist vorbereitet. Alles klar, aber da warten wir jetzt erstmal. Und in der Zwischenzeit verleitet es mich doch zu schauen, ob wir das jetzt gleich in Grün bekommen. Funktioniert es? Wird es funktionieren? Oh, dann machen wir noch kaltes Wasser. Kaltes Zuckerwasser. Sofern da nichts drin ist. Guck mal, das klappt, ne? Oh, ihr seht schon, das Ganze wird auch rot, weil durch das Plätschern des Wassers kommt logischerweise ebenfalls noch mal ein bisschen Sauerstoff mit rein. So, eventuell. Na? Wo scheitert das Ganze? Das ist jetzt nicht. Das meine ich mit Methylenlos verdammt gut im Einfärben. Aber das sieht man da jetzt leider nicht.
Jetzt mit der Kamera her, kann man solche Platz machen. Da ist die Punkte nicht, ne? Sieht man's? Oh, Dave. Das sind wirklich nur ein paar Krümel gewesen, die dieses Chaos hier verursacht haben. Wir können ja nachher versuchen, das Ganze noch cool zu bringen. Auf jeden Fall, die Farbänderung ist ja dargestellt. Mit dem Rötlichen. Und falls ihr das heute Abend nicht hinbekommen, auf meinem Kanal habe ich ebenfalls ein Video zur chemischen Ampel gemacht. Da stellt sich mir sowieso die Frage, gebt mal bitte jeder die Hand, der hierher gekommen ist, weil er meinen Kanal abonniert hat. Oh je, wir sind in der Unterzahl. Nee, ist aber auf jeden Fall dann auch ziemlich überraschend, dass so viele Leute hergekommen sind, die mich nicht kennen. Wie ist denn so der Eindruck? Gefällt es euch? Eigenwerbung machen und sagen, ich hasse diesen YouTube-Kanal. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt unser Wasser. Und der liebe Paul wird uns jetzt sagen, ob das cool ist oder still. Super. Kein Kohlensäure mehr drin. So wie es mal. Ab jetzt werde ich das immer so machen. Kannst austrinken. Übrigens, ja, es wurde ja schon erwähnt, kostenlose Getränke gibt es nachher in der Bar. Finde ich ziemlich cool. Das mit der Vakuumglocke, du Paul, eine Frage. Kannst du noch mal kurz bestätigen, dass das ein Metall ist? Sieht so aus. Indium. Ah. Und ist das wirklich ein Metall? Ja, so also ist ein Halbmetall, oder? Nicht ganz, oder? Ich habe im Chemieunterricht nicht aufgepasst, man sieht es. Sogar, wobei Halbmetall ist sowieso nicht wirklich eine genaue Definition. Ja. Halbmetall beschreibt Wolfram Platin, was nicht mal Metall ist, in Kombination mit Kobalt. Strasser. Lass mich. nein, auf jeden Fall, es ist ein sehr weiches Metall. Eigentlich so weich, dass ich das hier machen kann. Also es ist ein Metall zum Reinbeißen. Finde ich ziemlich cool. Ich kann es einfach nochmal rangehen. Man sieht meine Bussspuren. Und es ist fast halbiert. Na, irgendwas schafft er mehr? Exzellent. Das haben nur meine Zähne hinbekommen. Es ist ein ziemlich weiches Metall. Und gleichzeitig chemisch relativ ungiftig. Ich hätte es zum Beispiel auch mit dem Metall Natrium machen können, das ist sogar leichter als Wasser. Der große Nachteil da ist halt, hätte ich das in meinen Mund genommen, dann wäre mein Mund explodiert, weil das ziemlich reaktionsfreudig ist. Das ist nicht so geil, oder? Aber was können wir noch machen? Wir haben das mit dem Metall gemacht und mir fällt gerade ein, auch als ich auf YouTube angekündigt habe, dass dieses Tanzstadt gestattfinden wird, haben jetzt ziemlich viele Leute geschrieben, geil, das ist an meinem Geburtstag. Was eigentlich auch Sinn macht bei 365 Tagen im Jahr und einer Viertelmillion Abonnenten ist die Chance, dass da irgendjemand Geburtstag hat, ziemlich groß. Wer hat den Geburtstag? Das ist aber die Hatti. Nur du, Marius? Ja, Markus. Komm mal vor. Warte. Habe ich dich gerade falsch genannt? Marius oder Markus? Markus. Immer noch. Markus, verdammt. Tut mir leid. Diesen Typen habe ich nämlich gut aus dem wieder zurück, Paul. Da bin ich zuvor gekommen. Das ist auch Applaus für ihn, bitte. Markus, ja. Das ist ein Typ, den ich damals, letztes Jahr war es, glaube ich, auf der Gamescom getroffen habe. Das war klasse, er ist zu mir gerannt. Ich dachte mir, oh Scheiße, was ist das für ein Mann? Nein, Spaß. Ich dachte mir, cool, Abonnent von mir ist doch super. Ich laber ziemlich gerne mit meinen Zuschauern, weil die haben irgendeine Besonderheit. Immer. Leute, die sich für Chemie und Physik in dem Alter interessieren. Ich finde es klasse. Und er hat Geburtstag, er ist heute hier. Deshalb erstmal von mir alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Was sagt ihr dazu? Was ist das? Zum Beispiel Erik geht bei mir auf die Schule. Was echt? Ziemlich cool ist. Weil ich dadurch jetzt weiß, dass wir uns beide für dasselbe interessieren. Das muss ich zum Beispiel für dich. Ja, und das ist auch das Tolle an YouTube, dass man eine Community erwähnt. Ich finde es klasse. Und ich mag euch beide. was ich hier habe, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ihr euch darum prügelt, dass noch mehr Geburtstagskinder da sind, aber in diesem Sinne muss ich das dir wohl jetzt so ohne Kampf überlassen. Scheiße, ich habe eigentlich nur das Mann des gehofft. Was das hier ist, ich habe mal in einem Video von dir nicht nur Diamanten in der Theorie in Bockwurst verwandelt, sondern auch in der Praxis Diamanten verbrannt.
und zerstört. Diamanten sind nämlich nicht sonderlich stabil, was Schlagfestigkeit angeht. Ein Hammer Schlag auf den Untergrund und das Ding zersplittert in 1000 Teile. Und das ist eigentlich für die, die fantastisch finanziell auf Patreon supporten, als kleines Dankeschön. Aber wenn du heute schon zu deinem Geburtstag herkommst, kannst du einen haben. Sehr schön, Diamant. Danke. Danke. Danke, dass du vorgekommen bist. War ein Industriediamant an sich billiger als echte Diamanten, aber der einzige Unterschied ist, dass diese synthetisch hergestellt werden können und echte Diamanten aus Minen geholt werden. Ich sag nur Blood Diamond, nicht so geil. Auf jeden Fall haben die Dinger immer noch einen dreistelligen Wert, beziehungsweise wo hab ich den her? Warum kann ich den einfach so verschenken in der Zersparungsindustrie zum Beispiel, wenn die Dinger teilweise als Werkzeuge benutzt? Sehr teure Werkzeuge, wie gesagt, dreistelliger Bereich, aber dass man das härteste in der Natur vorkommende Mineral als benutzt, um Metall zu schneiden, macht ja irgendwo Sinn. Auf jeden Fall, wenn Werkzeuge brechen, fallen diese Diamanten als Müll an. Und dem Nachbarn ist auch kein Problem mehr, welche mitzugeben. Und das ist dann so mein Dankeschön für den ganzen Support, weil ohne die Community wäre der Kanal nichts. YouTube ist ein großes Miteinander mit den Zuschauern und das versuche ich auch dementsprechend mit diesem Kanal einzuhalten. Auf jeden Fall hätten wir das mit dem Diamanten, wir haben es mit dem Metall gemacht. Wenn wir schon mal Metall sind, da haben wir noch einen meiner Lieblingsversuche. Aber der ist auch mit meinem Lieblingshobby verbunden, und zwar rumrollen, wie reich die YouTuber sind. Guck mal, geil, 48 Cent, klasse. Ja. Was machen wir mit den Centmünzen? Wer meinen Kanal kennt, wird es schon wissen. Der Kleine da mit der Brille. Komm mal vor. Komm vor. Sonst verstehe ich doch keinen. Bitteschön. Vielleicht Gold und Silber haben. Oh, den hat sich gespoilert. Und was brauchen wir dafür? Weißt du das noch? Nein. Okay, du darfst jetzt aber ein Experiment durchführen. Komm mal her. Und zwar will ich, dass du eine 5 Cent Münze nimmst, die relativ dreckig ist. Ja, die ist ziemlich dreckig. Das ist praktisch eine Oxidschicht drauf. Die ist natürlich jetzt relativ nicht mehr metallisch glänzend. Ach, nicht mehr wirklich. Der Glanz ist unterdrückt. Das hier ist eine simple Mischung. Weißt du zufällig, was das ist? Säure vielleicht? Ja, es ist Essig. Essig ist an sich ja eine Säure. Und Kochsalz ist ebenfalls noch drin. Und wenn du die Münze, ich will, dass du die jetzt zur Hälfte hier reinhältst. Dann lässt du die ein paar Sekunden drin und dann holst du die wieder raus. Und dann schauen wir mal, was passiert ist. Weil das ist ein Zwischenschritt in unserem Umfeld-Experiment. Reichen die ein paar Sekunden schon? Wollen wir uns mal anschauen? Geht die mal bitte in die Kamera drüben. Und was ist passiert? Das Essig hat jetzt praktisch innerhalb von Sekunden aufgrund mit Hilfe des Kochsalzes. Ich habe gesagt, dass das ist ziemlich cool. Ich wollte dich nicht. Wobei, die sind, kannst du meine Leben auch behalten, aber die machen ja schnell sauber. Das ist cool. Aber das kannst du eigentlich auch daheim machen, weil das ist einer der simpelsten und gleichzeitig spektakulärsten Heimversuche. Weil einfach Kochsalzessig und Centmünzen, das solltet ihr daheim haben. Die darfst du auf jeden Fall auch haben. Aber später kriegst du ebenfalls noch was, wenn der Versuch geht, weiter. Das hier ist nämlich nur, um die Münzen zu reinigen. Applaus für den jungen Mann hier. Ich hab das gehört. Kannst du dich wieder hinsetzen? Ich finde es klasse, dass sich so viele junge Leute schon für so ein Thema interessieren. Ich habe auch schon oft Kommentare bekommen, dass die Leute viel gewandt haben, Chemieunterricht plötzlich sitzen, weil sie gemerkt haben, hey, es ist ja gar nicht so langweilig, wie der alte Chemielehrer die ganze Zeit erklärt. Soll kein Angriff auf alle Chemielehrer sein, um Gottes Willen. Nein, ich kenne so viele tolle Lehrer. Die ich damals in meiner Realschule hatte, die fand ich sehr cool. Grüße an Sie, Frau Kieling. Kann die Frau hinter der Kamera sicher auch bestätigen, denn die war mit mir in der Klasse. Auf jeden Fall, das hier ist nur ein Zwischenschritt. Wir nutzen jetzt praktisch diese Lösung, um die Centmünzen zu reinigen. Weil wir müssen sie von ihren Oxidschichten befreien, dass der folgende Versuch besser vorangehen kann. Ah,
heißt, wir geben da nochmal Salz hinzu. Meine Freundin ist jetzt gerade zu Hause und wundert sich, warum ihr Essen so scheiße schmeckt. Tja, Pech gehabt. Auf jeden Fall machen wir das jetzt erstmal hier ein bisschen sauber, während wir das andere vorbereiten. Was wir hier jetzt brauchen, ist Wasser und Natriumhydroxid, beziehungsweise eine 20%ige Natronlauge. Wo habe ich denn den Kanister hingestellt? Da ist er. Und die Lauge kann man ja ganz normal verdünnen. Wir haben hier 50%ige. Und wir müssen das jetzt auch so genau einhalten. Moment, wo sind meine Handschuhe? Oder noch nicht, dass meine Haut verleiht. Bei solchen Latexhandschuhen ist es halt auch ein bisschen nachteilig, dass Säuren und Laugen geringe Mengen deponieren können. Aber wenn man nur kurzen Kontakt mit dem Zeug hat und die Handschuhe so gleich wieder auszieht, ist es besser als mit bloßen Händen, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall geben wir da jetzt erstmal ein bisschen Lauge hinzu. Erik, ich höre dich klug scheißen. Ich finde es aber gut. Okay, jetzt gehen wir da noch Wasser hinzu. Und das Ganze muss auch warm werden, deshalb steht das Ganze auf einer stylischen, sehr schmutzigen Kochplatte. Die Kalle machen den schrecklichsten Dreck, sind aber auch die besten Reiniger. Putzen ist mit mehr Chemie verbunden, als man denkt. Versucht mal einen verkalkten Wasserkocher mit Essig zu reinigen. Das funktioniert wunderbar. Auf jeden Fall wird das Ganze jetzt erstmal erhitzt, damit die Reaktion, welche später benötigt ist, in dem Versuch am Laufen zu halten, viel schneller vorangeht. Das einzige Chemische, was hier jetzt passiert, ist, dass das Zinkpulver hier, das ist mit einer schützenden Oxidschicht überzogen. Genauso wie es Aluminium zum Beispiel macht. Das heißt, das Zinkpulver ist im Kern metallisch, aber außen nicht. Wir wollen aber metallisches Zink haben. Und die Natriumhydroxidlösung sorgt jetzt dafür, dass metallisches Zink freigesetzt wird. Und wenn jetzt das Ganze, ich kippe mal die Essiglösung in den Wasser. Mal schauen, das ist zu viel. Ja. Die Münzen fallen raus. Oh, Mensch. So. Du kannst auch noch. Das Ganze machen wir jetzt schnell aus mit Wasser. Wobei die geringen Mengen Essiglösen sofort neutralisiert werden, da sich ja der negative pH-Wert der Säure, oder er ist nicht negativ, der niedrige pH-Wert der Säure mit dem positiven, sage ich mal wieder positiv, mit dem höheren der Natronlauge ja sozusagen ausgleicht. Beziehungsweise das Gleichgewicht wird nochmal in eine andere Richtung gelenkt. Weil wir hätten jetzt zum Beispiel mit der Natronlauge Natriumionen und Hydroxidionen. Und mit dem Essig Acetationen und H3O+-Ionen. Die Natrium und die Acetationen würden zu dem Salz Natriumacetat werden und die H3O+-Ionen und die OH-Ionen würden zu Wassermolekülen werden. Heißt, bei der Neutralisation von Säure und Lauge entsteht logischerweise Salz und Wasser. Und in dem Fall Natriumacetat, was Fun Fact, das Zeug ist, mit dem diese Taschenwärmer, die im Winter kristallisieren, wenn man dieses Plättchen knickt. Damit funktionieren die. Aber die habe ich auch auf meinem Kanal erklärt. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Sandmünzen in die Zinklösung geschmissen. Oder in die Natronlauge mit Zinkpulver. Da ist aber noch nicht so viel passiert. Aber was hier passieren wird, wir wurden ja schon gespoilert. Die werden sich jetzt versilbern. Aber er hat auch von Gold und Silber ferngesprochen. Aber da wir hier drin kein Feuer haben dürfen, kann ich sie leider nur versilbern. Aber ich kann euch erklären, wie man sie wieder Gold bekommen würde. Mir fällt gerade auf, was für eine Sauerei wir haben. Aber für die Wissenschaft. Ne? Oh, das macht Sinn, eine Kochplatte anzuschalten, die nicht eingesteckt ist. Besser ist sie aus, wenn sie anderen sollte als umgekehrt. Danke, dass ihr von meinem Kind stark applaudiert. Ich fühle mich so passiv-aggressiv ausgelacht. Nein. Besser, dieses Teil läuft nicht, wenn es sollte, als umgekehrt, weil wir wollen ja keinen Brand verursachen. Und ihr wollt nicht wissen, wie oft daheim in der Herd angelassen wurde. Aber das bin ich. So bin ich. Aber der Versuch scheint
jetzt auch schon ein bisschen zu funktionieren. Unter Wärme funktioniert es auf jeden Fall viel besser und kann mir das Ganze umkühlen. Ich helfe euch später übrigens beim Putzen, ne? Das will ich euch nicht anbieten. Tun wir mal das Ganze ein bisschen umrühren. Wärme kann sich auch helfen. Wenn das Ganze jetzt sowieso eine Weile dauert, können wir nochmal versuchen, meinen Hasenkind zu bekommen. Das werde ich nicht zulassen, dass es daran scheitert. Das ist Methylenblau. Wir wollen Indigo-Kamin. Also, analysieren wir mal das Problem. Kommt nicht genug Sauerstoff an das Ganze an, beziehungsweise es wird sich schneller wieder umwandeln. Wenn wir das Ganze jetzt verdünnen und danach den Hydroxidanteil reduzieren, könnte es sein, dass die Reaktion langsamer vorangeht. Und ähnliches war, probieren wir es mal damit. Erstmal will ich die Farben ein bisschen kräftiger bekommen. Das ist jetzt ein richtig schönes Rot. Will ich es wirklich so warm bekommen? Nee, der Farbübergang ist eigentlich ziemlich schnell. Ich nehme mal an, dass es durch einen erhöhten Hydroxidanteil jetzt so schnell vorangeht. Heißt, wenn wir das Ganze jetzt ausdünnen, dann sollte das besser funktionieren. Und es spritzt. Deshalb habe ich den Schutz drin. Ich lerne mal auch ein bisschen davon aus. Vielleicht ist das Verbinden auch noch mal einfacher. So. Das Ganze kann man später übrigens gut mit Essig neutralisieren, dann ist es wieder kein Problem. Aber Natriumhydroxid an sich wird auch als Rohrreiniger benutzt. Folglich könnte man, wenn man gerade zufällig ein verstopftes Rohr hat, das Zeug einfach als Klug kippen. Nun der Timo. Es ist cool, dass es rot wird, aber ich will eigentlich das schöne Ergebnis aus meinem Video auf live hinbekommen. Ich finde es irgendwie schade, dass es gerade nicht so gut funktioniert. Aber jetzt, wenn die Farben kräftiger sind, ist der Versuch eigentlich auch ganz schön. Aber als Finale wäre es doch toll, wenn der Versuch nochmal richtig funktionieren würde. Auf jeden Fall, es ist mittlerweile warm. Probieren wir es mal. Sagt euch Leidenfrost-Effekt etwas? Komm, vor, wenn es dir was sagt. Erik, wie sieht es denn hier aus? Leidenfrost-Effekt? Echt? Nein. Weiß denn jemand von euch Bescheid? Dann danke mal vor. Weil ich werde jetzt schauen, ob diese Herdplatte warm ist, ohne mir die Finger zu verbrennen. Was ist der Leidenfrost-Effekt? Also, ich weiß nicht so ganz, aber durch den. Ja, was? Nenn mal ein Beispiel, wo der zum Beispiel vorkommt. Das wird dir wahrscheinlich wieder was sagen, ne? Gallium. Nicht zwingend. Wir können auch jemand anders vorkommen lassen, aber es ist nett, dass du es probiert hast. Muss jetzt nicht schlimm sein, wahrscheinlich bist du ein bisschen nervös und deshalb. Dann wünsche ich trotzdem einen Applaus für den Jungen, dass er sich das getraut hat. Weil er hat sich ja schließlich auch gemeldet und er sieht schon so aus, als hätte er was in der Brille. Also beim Leidenfrost-Effekt, zum Beispiel weil jetzt eine Herdplatte, eine Pfanne heiß ist und man Wasser drauf gibt, verdunstet etwas von dem Wasser, dadurch bildet sich dann Wasserdampf, der unter dem Wasser bleibt und deshalb das Wasser kann direkt in Kontakt zur Hitze und verdampft, also verkocht halt viel langsamer. Genau, beziehungsweise stimmt an sich schon, nur das Wasser verdampft so schnell, dass es im flüssigen Zustand nie Kontakt mit der Pfanne haben wird. Das wieder zurück, Dankeschön. Deshalb tun zum Beispiel auf einer Crepe-Platte, das war mal bei einem Familienfest, auf dem wir früher öfter waren, zum Beispiel der Fall, da hatten sie einen Typen, der hat Crepes gemacht und ich hatte den auch auf die Platte, die hat er mal wieder mit Wasser bestrichen und ich war total fasziniert davon. Die Faszination war nämlich auch schon früher vertreten. Er war total fasziniert davon, oder ich, der junge Marcel war total fasziniert davon, wie diese Wassertröpfchen praktisch auf der Platte rumrasen, weil sie ja praktisch kaum was haben, dass sie ausbremst, da sie auf einem Gaskissen gleiten. Und mittlerweile kann ich mir erklären, warum das passiert ist. Wenn ich jetzt meinen Finger befeuchte und auf die Platte gehe,
haben wir genau diesen Effekt. Ich habe die Platte nicht wirklich berührt, meinen Fingern geht es noch gut. Durch die Verdunstung wurden sie auch wieder abgekühlt. Wenn Wasser verdunstet, braucht sie Energie zum Aggregatzustandswechsel. Und in dem Fall hat mein Finger jetzt unbeschadet und ich weiß, dass die Herdplatte heiß ist. Hätte ich aber auch an der kochenden Flüssigkeit sehen können. Aber das ist die spannendere Methode. Wo sind meine Handschuhe? Ach, das sind sie. So. Die brauche ich ja logischerweise wieder. Aber bisher hat ja keine Nachfolge meine Hände berührt, deshalb konnte ich auch gerade meine Hände zusammenklatschen, ohne dass ich hier ein bisschen oder dass meine Haut verseift. Okay, gucken wir mal, wie sieht das Ganze mit. Oh, man sieht was. Sieht man, sieht man's. Klasse. Alles klar. Das wollte ich mal, da würde ich mal sagen, versucht habe, dass es soweit funktioniert. Jetzt stecken wir das Ding auch wieder aus. Wobei, ich wäre ja hier, wenn das in Flammen aufgeht. Bei den Flammen. Geil. Ja. Das lernen wir jetzt auf jeden Fall aus. Perfekt. Und dann geht das Ganze hier rein. Das ist jetzt warm gestellt. Stelle ich es auf die Herdplatte. Es ist nicht so heiß, dass ich Papier entzünden würde. Ich will jetzt mal nicht den Tisch kaputt machen. Okay, und jetzt waschen wir das Ganze erstmal. Und dann können wir das Ganze auch abtupfen. Die Restlauge, die jetzt noch an der Linsen hing, die ist jetzt so stark verdünnt, dass es nicht mehr viel ausmacht. Und wenn das Ganze jetzt trocken getupft wird, dann ist es auch für euch sicher. Denn ich habe nicht vor, diese Linsen zu behalten. Ich habe so eine seit Jahren in meinem Geldbeutel, bis ich sie irgendwann verloren habe. Dann habe ich sie wieder gefunden und dann schon wieder verloren. Shit happens. Auf jeden Fall. Ich werde diese Münzen nicht behalten, die bekommt ihr. Zumindest jeder, der will. Aber ich zeige euch. Oh, ist ja cool. Dieses Münzdesign habe ich noch nie gesehen. Sieht man's? Sieht man's? Klasse. Ich weiß schon, wem ich diese Münze gebe. So. Dann machen wir das Ganze jetzt mal trocken. So, Handschuhe kann ich wieder ausziehen und soll euch nichts in die Hand geben, was ich selber nicht anfasse. Wo wären wir denn da? Und dann gucken wir mal. Ich hole wieder ein Design, dass ich nicht. Vielleicht nehme ich die Münzen noch nicht. Nein, passt schon. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, da ist noch ein bisschen Zinkpulver drauf. So, kommt deine Münzen. Vielleicht hätte ich meine Münzen doch mal anschauen sollen, ob ich die hier versilber. Die Designs sind auf jeden Fall cool, das macht die gleich nochmal besonders. So, jetzt noch ein bisschen durchreiben, damit das Zinkpulver auch vollkommen weg ist. So. Hat euch denn eine Münze, ich fahre auf den Boden. Muss nicht helfen aufzählen, passt schon. Aber wenn du schon mal hier bist, die gibt es so eine besondere. Weil du bist schließlich aus Hannover hergekommen. Und deinen Bro natürlich auch. Das ist die Kuhle von vorhin. Die bekommt Erik. Er ist mir gerade ans Herz gewachsen. Und du kriegst so einen. Der hat so ein gutes Gesicht. Bin ich jetzt der böse, ich schmeiß Geld in die Masse-Typ und verletzt dabei potenziell Leute? Der hat ein Interesse an so einer versilberten Münze. Das ist ein kleines Andenken. Die scheiße gute Münze habe ich nicht. Weitesten willkommen. Wir sind aus Düsseldorf. Jawohl. Und du bist natürlich mit dem Ärmel meiner Kolben. Ja, das ist auch klasse gewesen. Hier, bitteschön. Wer kriegt noch eine? Die habe ich alle versprochen. Ihr wart die Ersten. Du. Du. Und du. Ein kleines Andenken. So. Jetzt wird es schwierig. Markus hat schon einen Diamanten bekommen. Ich hoffe mal, ich werde. Bin ich mal potenziell dabei, Leute zu finden? Nein, nein, das mache ich nicht. Ich vertraue meinen Wurfkünsten nicht. Bitte schön. Und die Dame hier. So weit kann ich aber nicht. Hoffe ich mal. Nicht wirklich besser fahren. Und daneben. Ich sag doch, meine Wurfkünste sind tadellos. Das ist nicht so weit. Nee, ich dachte mir, ist doch bestimmt schön, wenn man hier irgendwie ein kleines Andenken mitnehmen kann. Und so eine Silbermünze ist halt schon was Besonderes. Man zahlt den 7 Wert wegen,
1-2 Euro für so ein Ding. Ich habe gerade gesehen, wie einfach das geht. Pulver hat zwar seinen Preis, aber mit den Dinger macht man auf jeden Fall Gewinn. Oh Mann. Das ist... Ich verschenke die lieber. Das ist besser, finde ich. Können wir das auch wollen. Vielleicht so Leute, die mir abfallen. Ja, fangen. Yeah. Ja. Oh Mann. Ich will mich aber jetzt wie der letzte Arsch, wenn jetzt ein paar Leute ohne Münze rauslaufen. Das habe ich nur getan. Wie machen wir das am besten? Ich habe eine Idee. Alle, die eine Münze wollen, sollen mal kurz aufstehen und jeweils in die nächste Reihe gehen. Und dann schmeiße ich da einfach Münzen rein. Wenn ihr noch ein paar Münzen spenden zum Versilbern. Wenn ihr noch ein paar Münzen spenden zum Versilbern. Das ist reicht für alle. Wenn noch alle Kupfergeld ins Monument nehmen. Und mal Kupfergeld, Herr Lindesboy. Das ist eine super Idee. Dankeschön. So simpel und das fällt mir nicht ein. Dann machen wir das doch gleich nochmal. Ach, oh, das ist sogar gut, sogar so eine bekommen haben. Lass dir einfach hier rein, ich habe gerne vorkommen. Hoffe mal, das passt dann mit dir. Klasse. Oh nein, es ist ja nicht so gut. Das war der letzte Versuch. Ich würde mal sagen, der Livestream würde dann auch an dieser Stelle enden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen im Internet. Und sorry, jetzt wird das Handy gestreamt. Sorry für alle, die nicht da sein konnten, weil es zu weit ist, aber vielleicht wiederhole ich das mal irgendwo anders. Dann würde sich da auch für euch die Option bieten, wenn überhaupt Verlangen danach ist. Da schauen wir mal, weil mir persönlich hat der Abend sehr gefallen. Ich fand das ziemlich cool. Wie fandet ihr es? Wie war euer Eindruck? Hat sie definitiv Wiederholungsbedarf. Das ist schön. Oh, und die Münzen sind jetzt sehr heiß. Aber dieses Mal im Norden, bitte. Durchaus, durchaus. Ich werde jetzt nicht den Fehler machen und hier direkt eine Natronlauge einkippen. Man macht ja sowieso immer erst das Wasser rein, weil der Becher ist jetzt ziemlich heiß. Da wird wahrscheinlich gleich Dampf rausschießen. Ach, mach nicht so viel. Ich hab gerade eine Einstellung. Das hab ich jetzt schon wieder vergessen. Danke für den Hinweis. Ich sag doch, YouTube ist ein Miteinander mit der Community. Oh Mann, klasse. Okay, jetzt machen wir. Mir fällt gerade auf, wir haben die Münzen gar nicht gereinigt. So, wo machen wir das? Wenn wir da später eh alles mal... Ich glaube, wir müssen die gar nicht reinigen. Ah, seht man's? Ein paar sind schon versilbert. Es begünstigt den Effekt. Ich hoffe mal, dass die jetzt auch gleichmäßig überzogen sind. Wir riskieren jetzt einfach mal, das Ganze ohne Reinigung durchzuführen. Ein Experiment. Ja, weil den Experimente fehlschlagen, ist man am Ende trotzdem schlau. Dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, hier hat ein ganzes Zielpulver dabei. Auf jeden Fall, es wäre komisch, einen Applaus für euch zu verlangen in diesem Sinne von mir. Ich finde es
schön, dass ihr gerade alle vorgekommen seid. Das ist toll und auch der Vorschlag und alles super. So, dann würde ich sagen, hat der Dachs schon aufgehört? Nein. Das ist jetzt der passende Zeitpunkt dafür. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir jetzt schon mal mit der Fragerunde weitermachen. Das ist dann eher für die interessant, die auch hier sind. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Mikro wieder an. Das funktioniert. Nehmen wir doch das. Ja, der Abend ist schon ganz schön weit fortgeschritten. Gibt es denn noch Fragen von euch? Ich würde sagen, zumindest drei Fragen können wir auf jeden Fall noch machen. Warum drei? Wir haben noch genug Zeit, bis es fertig ist. Schieß los. Das letzte Mal hat es eine Stunde gedauert, bis es fertig war. Dann mache ich hier mal auch ein Reset.